Willkommen zurück bei Let's Play Zelda 4. Bevor ich anfange, möchte ich eine kleine Information sagen. Und zwar möchte ich es ändern, wie ich die Parts immer gemacht habe. Vorher habe ich ja immer aufgenommen und geschnitten dann, wie es hier gepasst hat, aber da sind leider sehr unregelmäßige Zeiten draus entstanden. Da möchte ich jetzt lieber immer versuchen, eine bestimmte Zeit einzuhalten. Also muss ich ein bisschen auf die Uhr achten. Das tut sich vielleicht auf mein Spiel auswirken. Deswegen nimmt man ein bisschen Nachsicht, wenn ich vielleicht ein bisschen schlechter spiele. So, wir sind im Wundertunnel, der Wasserdungeon dieses Spiels. Und wir gehen gleich mal hier lang und sehen nach, was hier so ist. Stachis, zwei Rubine haben wir gekriegt. Ich brauche das Schild. Und nochmal. Ein Herz, das passt gut. Was war hier links? Ich erinnere mich gerade nicht, aber ich glaube, da gab es den Weg zum Endboss oder so. Ein paar Bomben, da ich ja gerade chronische Bombenknappheit habe, kommt mir das sehr gut. Wie man sieht, hier tiefes Wasser. Dreimal dürft ihr raten, was für einen Gegenstand wir hier kriegen. So. Ich gehe oben lang oder unten lang. Ich gehe erstmal unten lang. Oh, ich habe das Schild gar nicht ausgerüstet. Ah, verdammt. So. Jetzt spiele ich aber gerade schlecht, also obwohl ich gar nicht auf die Uhr achte. So, schon besser. Da drin ist der Kompass. Ja, und wie immer sagt der Kompass genau dasselbe. Aha, ein Schlüssel. Wie kommt man bloß über das Wasser, das nur ein Feld ist, mit der Feder? So. Da ist der Schlüssel drin. Es lässt sich fast jedes Schloss öffnen, aber bevor wir rauskommen, müssen wir wohl erst noch auf den letzten dieser Wasserflöhe erledigen. Na, jetzt lauf nicht vor mir davon. Genau, so ist das brav. Jetzt können wir diese Tür öffnen. Noch mehr Wasserflöhe. Und ich hab's gewusst, ich hätte doch noch nach oben gemusst. Noch ein Schlüssel wird gebraucht. Naja, haben wir es auf die harte Tour rausgefunden. Dann gehe ich mal zurück und sehe mich da oben mal um. Okay, zuerst gehe ich hier links. Da ist auf jeden Fall ein Schlüssel, an dem wir noch nicht kommen. Und wenn ich hier nach oben gehe, da sieht man den Rest vom Palast. Oh, sogar die Tür ist zugegangen. Ja, oben sieht interessant aus. Ich habe das Gefühl, ich muss die Pegasus-Stiefel benutzen. Ich will nicht die Flöte auswählen. Pegasus-Stiefel. Da sind noch mehr Stachis. Aha, da kann man mit der Feder rüber. Die Karte. Ich benutze jetzt erstmal die Feder. Da die Pegasus-Stiefel noch nicht ausgewählt sind. Und eine Feuerfee, die mir gerade auf die Nerven geht. Komm her. Sehr schön. So, Bomben. Bomben für den Stein. Die Viecher, da kann man nicht besiegen, solange sie in der Luft sind. Ich finde ja, sie sehen aus wie Blumentöpfe. Jetzt kann ich draufschlagen. Weil in der Luft sind sie unverwundbar. Und ein kleiner Schlüssel. Aber bevor ich nach oben gehe und gucke, was dort ist, will ich erstmal die Töpfe dort hochheben. Rubin, Rubin. Na ganz nett, 690 schon. Ich brauche nämlich noch eine gewisse Anzahl, denn ich will noch einen bestimmten Gegenstand kaufen. Den habe ich noch nicht gezeigt. Ja, ich habe es gesagt, sie sind unverwundbar. Geht mir aus dem Weg, ich brauche euch gerade nicht. Und hier scheint noch ein Schlüssel zu sein. Ja, er ist äußerst brüchig, der Fels. Das war dämlich. Zauberpulver, vielleicht habe ich beide auf einmal. Wenn sie sich da treffen. Nur einen. Okay, der ist einfach runtergefallen. Den Rubin habe ich auch. Aber die Herzchen, da kann ich mir holen. Und da wird der nächste Schlüssel drin sein. Lässt sich fast jedes Schloss öffnen. Sehr schön. Also jetzt habe ich aber eine Auswahl an Schlüsseln. Habt ihr mitgezählt? 3 Stück oder so? Jetzt, wo ich so viele Schlüssel habe, kann ich ja zu der kleinen Schlüsseltür gehen. Ah, und die Feder. Wumms. Nein! Ha, der Gegner hat mir nachgemacht. Ich bin ein schlechtes Vorbild. Oder ein gutes. Das Schwert wieder ausgewählt.
Übrigens, dieser Dungeon, der hat mir echt das Leben schwer gemacht, als ich das zum ersten Mal gespielt habe. Ich habe nämlich einfach nicht gecheckt, dass man mit der Feder über diese Wasserpfützen springen kann, als ich das mal rausgefunden hatte. Man muss bedenken, ich war damals auch noch sehr jung. Ich glaube, ich bin noch zur Grundschule gegangen. Und dich kriege ich hinein. Hier muss man immer alles erledigen. Damit die Türen aufgehen. Und die Musik hier finde ich auch ganz grässlich. Die ist so hoch und... Na komm. Hätte ich eigentlich nicht machen müssen, sehe ich gerade. Und wir brauchen wieder die Feder. Immer dieses Umstellen. Schön, ein Gitterhorn. Schön. Und wir können auch... Moment mal. Ich habe vergessen, diese Truhe da aufzumachen. Ah. So typisch. Kann sein, dass nur Rubine da drin waren, aber Rubine sammle ich ja gerade. Wie gesagt, für den bestimmten Gegenstand, den ich noch kaufen möchte. Ich werde mal mit dem Pegasus-Stiefel abkürzen. Schon sind wir da. Nein, es ist das fehlende Teil der Steintafel. Die Tafel, die war noch nicht da, oder? Eigentlich brauche ich die Tafel sowieso nicht, da ich die Rätsel des Dungeons eh lösen kann. Also ich erinnere mich an alle Rätsel. Das ist nicht das Problem. Nur wie die Dungeons ganz total im Detail aufgebaut sind, das weiß ich nicht mehr. An die Truhe komme ich noch nicht, auch nicht mit der Feder und den Pegasus-Stiefeln. Hoppla. Ihr Bälle verschwindet. Oder Schleimis, ich wollte sie doch Schleimis nennen. Bälle und Schleimis gefällt mir beides. Das war ein Fail. So. Nochmal. Hat geklappt. Na, hier braucht man wirklich eine Menge Schlüssel, sonst wäre man nicht vorangekommen. Okay. Vorsichtig. Das ist ein seltsames Männchen. Sieht aus wie eine Feuerfee. Also scheint sich für eine Feuerfee zu halten, aber ist einfacher zu besiegen. Nicht springen, ihr Lieben. Tja, der Schlüssel ist weg. Wir haben keinen Schlüssel mehr. Also müssen wir noch einen suchen. Hier drunter wird sich wohl keiner befinden. Zwei Schlüssel in einem Raum, davon habe ich noch nie gehört. Aha, das fehlende Teil der Steintafel. Und Staffis. Ins Wasser geschmissen. Und du bist einfach erledigt worden. Steintafel. Die Reihenfolge, in der du über die blinkenden Steine wandelst, ist des Rätsels Lösung. Okay. Wir brauchen jetzt Federlein. Der Wasserfloh. Ich hätte ihn eigentlich gerne erledigt und wäre nicht gerne ins Wasser gefallen. Es wird Zeit, dass wir schwimmen lernen. Ich halte es sowieso für wichtig, schwimmen zu lernen. Da trinken immer so viele Leute, weil sie nicht schwimmen können, vor allem Kinder. Ich muss zugeben, ich habe auch erst mit 6 Jahren das Schwimmen gelernt. Das kam mir persönlich spät vor, aber wenn ich dann gesehen habe, dass in meiner Schulklasse 11-Jährige noch nicht schwimmen konnten, das finde ich doch bedenklich. Also ich werde meinen Kindern so früh wie möglich das Schwimmen beibringen. Und das ist kein Schlüssel, leider. Aber irgendwas wird schon drin sein. Ne? Fail-Truhe. Ne, Fake-Truhe. Wo ging's denn dahin? Ach ja, da muss ich... Das ist ein Rätsel zum Lösen, aber... Ich habe das Rätsel zur Lösung noch nicht. Aber hier drüben gibt es einen Schlüssel. Hilfe! Da kommen die... Genau, da oben kann ich das Rätsel zur Lösung herausfinden. Aber erstmal brauchen wir den Gegenstand. Da möchte ich jetzt hingehen. So, ich muss mich jetzt mal ein bisschen beeilen. Das würde ich nämlich gerne noch machen, bevor der Party jetzt zu Ende ist. Deswegen tun wir mal ein bisschen springen. Und dann den Gegnern vorbeirennen. Das war verdammt nochmal. Ach, Mist. Und schräg gesprungen. Die Stachis sind mir jetzt egal. Und die Schleimis auch. Die sind mir nicht so egal.
So. Ich hasse diesen Gegner, muss ich zugeben. Ich versuche immer mit den Pegasus-Stiefeln irgendwie hinter ihn zu kommen. Und Witz. Das war befeuert. Habe ich jetzt nicht hinbekommen. Ich glaube, ich nehme einfach den Hit. So. Jetzt. Okay. Och, verdammt nochmal. Kann den nämlich nur in seinem Hintern treffen. Komm. Musste der sich jetzt umdrehen? Deswegen, wie gesagt, ich nehme lieber die Hits gerade. Ich habe ja noch einen Trank. Und jetzt ist er wieder in einer anderen Richtung. Wenn man es richtig macht, dann kann man ihn auch so erledigen. Indem man ihn gerade hier... Genau. Indem man ihn gerade hier erledigt. So, sehr schön. Wir können unseren Preis entgegennehmen. Aber erstmal müssen wir uns beeilen. Wir haben hier einen Hebel. Ziehen. Warten, bis die Sonne aus dem Weg ist. Und die von den Blöcken zerquetscht werden. Ein paar Gegner. Ach, wie schön. Ein Teil der Macht. Ach, schön. Weg mit euch. Und die Flossen. Jetzt besitzt du endlich ein paar Schwimmflossen. Drückst du beim Schwimmen den B-Knopf, kannst du sogar tauchen. So, ich gehe hier kurz raus. Und das halte ich doch für eine gute Gelegenheit, um gleich mal ein paar zu beenden. Aber ich werde erst noch die Gegner hier erledigen. Man sieht, diese Maskentypen halten nicht zum Schwert, aber von hinten können wir sie erledigen. Das passt doch. Hier klingelt gerade das Telefon. Na dann, wir